Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Wir haben in der letzten Folge die MSN bereist, einige Kämpfe gemacht, die allesamt nicht schwer waren, auch Sohngeburt mal wieder zusammengeschlagen und holen uns jetzt Zerschneider, um in die dritte Arena zu können, die vielleicht die schwerste im Game ist. Für meinen Run zumindest, weil wir halt... Oder? Wait a minute. Können wir einen Bodenmove haben? Das ist halt die Sache. Und wir haben Kopfnuss als TM, heißt... Ich nehme jetzt einfach Kopfnuss. Oh mein Gott, warte. Ich überlege gerade den 800 IQ-Move, mit dem wir verhindern können, dass wir in der Pokémon-Liga keine AP mehr haben. Wenn ich Kopfnuss und Schaufler immer wieder durchwechsle, haben die Moves dann nicht wieder full AP? Naja, machen wir erstmal hier weiter. Mir geht's gar nicht gut. Ich bin seekrank. Aha! Wahrscheinlich! Oh, vielen Dank, jetzt geht's mir gleich um Welten besser. Was sagst du, du bist auch hier, um eine geheime Technik von mir zu lernen? Den Gefallen tue ich dir natürlich gern, komm rüber. Sieht aus, als wolle auch dein Evoli die geheime Technik unbedingt erlernen. Tut mir leid, aber nur Menschen können das. Da lässt du nicht locker, was? Ich bin um die ganze Welt geschippert, aber kein Pokémon, das eine geheime Technik erlernt will, ist mir untergekommen. Dein verwegener Blick sagt mir, dass du es wohl wirklich ernst meinst. Naja, dann. Krass, ne? Komm rüber. Schau mir zu. Warum machen das in diesem Game eigentlich Menschen? Nur bei uns macht's Evoli. Ja, versenkt mich doch, das Pokémon hat's wirklich geschafft. Krass. Damit kannst du Sträucher häuten, was? Jetzt, wo es mir wieder besser geht, wird's langsam Zeit für die Arbeit. Die MSN sticht nämlich bald in See. Für eine Weile dauern, bis dieser Kahn wieder in Orania City vor Anker liegt. Also gönn dir. Ja, ich verstehe jetzt nicht, warum man das überhaupt einbauen musste, dass das eigentlich nur Menschen lernen können. Aber hey, für unser Playthrough macht's nur Evoli. Wenn man damit nochmal irgendwie hervorheben, ja, das Vieh ist sehr besonders. Bruh. Das ist toll. Für Leute, die nicht so spielen wie ich, nochmal bisschen so das Pokémon aufzwingen. So, das Schiff verpisst sich. Imagine, wir hätten jetzt noch, keine Ahnung, wenn noch kurz auf Toilette gegangen, dann würden wir auf dem Schiff festsitzen und würden nicht mehr runterkommen. Für 2 Jahre. Ja, Storywriting. Wow. Kannst du es vielleicht noch auffälliger machen? Weil ich nicht eh schon wusste, wo ich hin muss. Gott, dieses Game. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Hier geht's zur Arena von Orania City, aber du musst halt den Strauch zerschneiden. Für dich und Evoli sollte das natürlich kein Problem darstellen. Mach einfach. Yay. Wow. Fabelhaft, dein Partner hat den Strauch mit einem Streich entfernt. Der Weg zur Arena steht euch nun offen und du darfst dich offiziell an ihr versuchen. Ich werde drin auf dich warten. Ja, also, es ist einfach bescheuert. Gott, ey. Wirklich, dieses Spiel überrascht mich jeden Tag aufs Neue. Animation, die ist weird.
Nicht so schnell, zukünftiger Champ, wie geht's, wie steht's? Der knallharte Arena-Leiter Major Bob weiß Elektro-Pokémon geschickt einzusetzen. Flug- und Wasser-Pokémon haben gegen sie schlechte... Du hast nur ein Evoli. Das ist sad. So, dann gucken wir uns hier mal um. Ah, ich wollte gerade fragen. Nee, ich habe gerade gedacht, vielleicht hilft Schaufler doch nicht so viel, aber... Es gibt in diesem Game ja keine Fähigkeiten und somit auch keine Schwebe. Das Einzige, was schade ist, ist, dass wir für die Kämpfe hier in der Regel 2 Runden brauchen werden. Zumindest für die, die nur ein Pokémon haben. Ah, wait, gegen die Viecher könnte ich doch auch meinen Feuermove benutzen. Ich meine, töten tut's so auch. Aber Schaufler braucht halt 2 Runden, also. Aber hier, wir sind echt Level... Das, finde ich, ist irgendwie auch ein bisschen sad. Ich bin halt leveltechnisch nicht mal so krass. Ich bin leveltechnisch nicht krass dabei. Ich bin nur minimal über deren Level, aber es ist trotzdem gefühlt alles easy One-Hit. Und das ist halt einfach traurig. Jui, ich hätte vielleicht zum Pokémon Center gehen sollen für die AP. Ich meine, die Leben sind da scheißegal, als ob wir irgendwie relevant welche verlieren. So, das Viech ist weg. Was hast du sonst noch? Vielleicht Magnetilo? Nö, noch ein Voltoball. Boah, ich wollte gerade überlegen, ist das physisch, sonst mache ich es lieber nicht wegen, es tötet nicht, sad. Wegen, Paralysefähigkeit, dann ist mir eingefallen, ach, mit Fähigkeiten war das ja was. Ja, ich vergesse die ganze Zeit, dass es keine Fähigkeiten in diesem Game gibt. Jetzt gehe ich aber AP auffüllen, außerdem wir haben 6 Schaden genommen. Das ist arg. Und die haben hier echt anscheinend nahrhaften Boden für Pflanzen. Dass das Ding jetzt schon wieder dasteht. Schon krass. Machen wir weiter. So. Kurz gönnen. Mein krasses Team wird geheilt. Digga, die One-Man-Army. Aber ich finde, man sieht meinem Evoli auch an. Also, das ist schon richtiger Schlechter. Hier, ich meine, lad mal. Guckt euch das an. Ist es... Boah, das macht euch alle kaputt. Das sieht man so vor. Warum respawnt das Ding in einer Minute? Was soll das? Was bringt euch das? So, bekämpfen wir noch den Rentner. Komm, bitte hab nur ein Pokémon. Jawohl, danke. Vielleicht Magnetilo? Ah, schade. Magnetilo können wir halt schön mit Feuer zusammenschlagen. Aber dann buddeln wir. Ja, also den Punkt mit schwerste Arena, mit Schaufler halt. Vielleicht ist es die schwerste, aber auch nur, weil alle geschenkt sind. Ich frage mich echt, wie es so geschenkt sein kann, ein Pokémon-Spiel mit nur einem Pokémon zu spielen. So, jetzt müssen wir irgendein nerviges Scheißrätsel machen. Hier ist ein blauer Abfalleimer. Hier ist ein roter. Nur Abfall. Hier ist ein Schalter. Und jetzt müssen wir Glück haben und den nächsten finden. Ja! Ich weiß gar nicht, ob die Farben von den Mülleimern irgendwas zu sagen haben. Zumindest ist der... Ich glaube, im Original war auch noch der erste immer woanders.
Dieses Rätsel macht Spaß. Ich guck mal, ob es vielleicht der rote Abfalleimer ist. Es macht Spaß, das Rätsel. Junge. Das Rätsel wäre ja nervig genug, wenn man noch einen zweiten Schalter einfach finden müsste. Aber dass man auch noch, dass man auch noch jedes Mal, wenn man falschen wählt, nochmal drücken muss. Och, mach dich nicht noch breiter, als du bist. Jetzt muss ich hier irgendwie so drum rum. Wow, der sagt... Direkt neben... Nee, doch, direkt neben dem ersten. Wow, die verraten einem alles. Oh, und ich wollte da... Aber warte, hä? Hä, das ergibt... Oder nein, war der erste... Ich muss mir nochmal... Oh, ihr seid zu fett! Ja, der gibt mir einen Tipp für den ersten... Und der andere gibt mir einen Tipp für den zweiten. Die Sache ist, die haben wir nicht schon. Den durchsucht. Den kann man nicht mal durchsuchen. Und den durchsucht. Ja gut, wenn man den NPCs zuhört. Wenn man den NPCs zuhört, dann ja. Willkommen in der Arena von Urania City Rekrut. Wen haben wir denn hier? Ein Winzling wie du will den Major herausfordern. Du hast ganz schön Mumm, mit deinem Halbgarn-Team gegen mich kämpfen zu wollen. Ich meine, ich verstehe, wenn du denkst, mein Team ist scheiße. Na, so ist es nicht, aber... Pokémon-Kämpfe sind nichts für Weichlinge, ja. Ich find's schön, wie du jetzt laberst, bis du gleich als krasser Kriegsheld von einem fucking Evoli gesweept wirst, ne? Wenn ich mit dir fertig bin, wird der Schock tief sitzen, Rekrut. Ja, ich finde, es ist wirklich ganz schön großer Talk für jemanden, der jetzt von einem fucking Evoli gesweept werden wird. Ich meine, ja gut, wir sind sogar even im Level. Wahrscheinlich sogar ist er höher mit seinen Let's. Oh, das Vieh outspeedet. Scheiße. Es ist nicht cool. Okay, der Kampf könnte tatsächlich halbwegs kompliziert werden. Wenn ich nicht one-hitte, dann auf jeden Fall ich one-hitte. Eindeutig. Magnetilo, ja, da nehme ich Feuer. Und bin auch schneller diesmal. So, zweites Vieh tot. Hat der nicht noch einen Reitschuh oder haben die das in dem Spiel ersetzt? Nein, hat er. Ja, das wird mich so heftig outspeeden, das glaubt einem kein Mann. Was? Was? Level 25 Voltoball outspeedet 26er Reitschuh aber nicht? Was? Oh, es ist aber nicht One-Hit. Das ist gar nicht mal wenig Damage. Heißt nicht, dass du nicht verloren hast. Ich meine, yeah, ich war am Kampfende unter der Hälfte meiner HP. Krass. 40 von 81. Oh nein, du weißt, wie man kämpft, Rekrut. Du hast wirklich Talent. Ja. Ja. Nein, ich habe einfach nur ein fucking Evoli. Ausgezeichnete Arbeit, Rekrut. Für deine Leistung verleihe ich dir hier mit den Donnerorden. Stillgestanden. Aha. Ich merke schon, wir hören sehr auf ihn. Das ist sehr stillstehen.
Es war mir eine Ehre, dich auszubilden. Ich glaube, ich habe eher dich ausgebildet. Damit du nicht immer an meine Worte erinnerst, gebe ich dir auch das hier mit auf den Weg. Dein Ernst? Was ist mit dir? Nicht ganz, was du erwartet hast. Keine Sorge, kriegst auch noch Donnerblitz. Die Sache ist, die Donnerblitz brauche ich nicht. Es ist eine gute Elektroattacke, aber ich habe eine bessere. Ja, Evoli ist hyped. Ah, damit kann man geheime Techniken einfach einsetzen. Boah, jetzt heul nicht. Freu dich. Und friss. So. Irgendwie hatten wir noch nie einen Effekt wegen dem. Och, warum zeigt das unten immer noch an? Oh, ein Döner! Oder eine Prachtfeder, die rein gar nichts bewirkt. Ich glaube, die kann man verkaufen. Und was kaufen wir uns damit? Ich weiß es selber nicht, wir brauchen nichts. Ich wollte gerade sagen, sagt uns das Spiel eigentlich gleich wieder, wo wir lang müssen? Natürlich, wir spielen Let's Go Evoli. Hallo, du. Wow, du hast also echt Major Bob besiegt. Reife Leistung, du lässt nichts anbrennen, was? Dafür hast du dir auch ein Päuschen verdient. Meinetwegen. Warum ich nicht in der Arena bin? Ach, ich dachte, ich schwimme mal wieder ins Meer hinaus. Manchmal wird mein kleines Schwimmbad einfach zu eng, weißt du? An solchen Tagen muss ich die salzigen Wellen der weiten See um mich spüren. Aber wo willst du eigentlich hin? Du bist nicht zufällig auf dem Weg in die Diktahöhle, die liegt ganz in der Nähe. Wenn du willst, zeige ich dir gern den Weg. Ja komm, wenn wir hier schon alles geschenkt bekommen. Krass. Da wären wir, das ist die Diktahöhle. Sie heißt so, weil sie von Dicta gegraben wurde. Ich verpiss mich wieder. Ja. Das Spiel schenkt einem alles. Ich meine, ich hätte es nicht annehmen müssen, aber literally. Es wäre dann auch nur noch Zeitverschwendung gewesen, so. Das hätte mich auch gewundert, wenn Evoli Donnerblitz erlernen könnte. Wir nehmen dann Schaufler wieder raus. Und gönnen uns Kopfnuss wieder. Yay. Wenn's irgendwann nötig wird, können wir ja einfach wieder zurückwechseln. So, Warum? Warum brauche ich das? Und irgendwie hätte ich vielleicht das doch nicht nehmen sollen, weil ich eigentlich mein Zeug verkaufen wollte, lol. So viel zu, es spart halt Zeit. So, ich verkaufe was. Offensichtlich kann ich das Autogramm nicht verkaufen. Aber ich kann Chicken Nuggets verkaufen. Prachtfeder noch, gibt aber nicht viel. Ja, und sonst habe ich hier eigentlich nichts zum Verkaufen. Und kaufen muss ich auch nichts. Dann fangen wir jetzt vielleicht mal wieder ein paar Pokémon. Haben wir schon ewig nicht mehr. Dementsprechend haben wir auch ewig keine Bonbons mehr bekommen, um uns noch overpowereder zu machen. Ich bin schwer beeindruckt. Dicta soll in diesen langen Tunnel gegraben haben. Wow. Das ist wirklich wichtiger Dialog, sowas. Fun Fact, hier gibt's Dicta. Das wundert jetzt sicher viele, ne? So. Danke. Ich hab keinen Bock, dass ihr jetzt lange nervt. Ich will einfach nur noch ein paar Viecher fangen. So. Dicta wird ins Team aufgenommen. Zack, ich nehme direkt das nächste mit. Ich schmeiß die gleich aus dem Team. Guter Wurf, ja.
schön, bleibt auch drin. Und wir bekommen wahrscheinlich in ein, zwei gefangenen Pokémon Level ab. Das nächste wahrscheinlich. Das sieht sehr wichtig aus, dass man das so machen kann. Yay! So. Dann nehmen wir uns noch Ditfi mit. Ja, okay, das brauchen wir nicht so zu versuchen. Ich habe kaum Superbälle. Ich glaube, die könnte ich mir mal kaufen. Ich renne hier nur mit 120 Pokebällen rum. Oh, bleib doch drin, Scheißviech. Oh, dieser Aimbot. Wow, und es juckt das Vieh einfach nicht. Ich habe einfach gerade einen Aimbot drin. Und das Vieh bleibt nicht. Bruder, ich hitte alles. Digga, jetzt bleib drin! Wow. Ich geh nochmal zurück und kauf Superbälle. Als ob das Viech bei gefühlt 70 Würfen nicht drin bleibt. Die alle gute Bewertung sind. Scheiß Viech. Moin, ich kauf doch noch was. Bären kann man nicht kaufen, genau. Gib mir 40. So, dann kümmere ich mich mal kurz drum, die zwei Dicker aus dem Team zu schmeißen. So, ach, und ich glaube, das eine Viech hat mir... Ja, um Bonbons kümmere ich mich bald. Ich will jetzt eh ein paar fangen und dann Pokémon wegschicken, um welche zu bekommen. So. Dann wieder rein da. Und vielleicht jetzt noch ein bisschen was mitnehmen. Oder es spawnt nicht ein Pokémon? Hallo? Willst du mich verarschen? Das kann nicht geplant... Wow. Auf den letzten 2 Metern des Tunnels spawnt nochmal was. Na, für dich will ich jetzt nicht das verwenden. Och, der hat doch gehittet. Heul nicht, scheiß wie. So, zumindest nerven die nicht so. Jetzt müsste auch Evoli ein Level abbekommen, oder? Nö, die sind nur 49 Erfahrungspunkte. Ich dachte kurz, da wird noch was gespawnt. Ja, hier aber. Och, Digga, sogar Ditfiech bleibt nicht drin. Ich weiß schon, warum ich es nicht so schlimm fand, eine Weile keine Pokémon zu fangen. Es ist halt einfach ranzig in dem Game. Level up für Evoli, woo. So, wir haben jetzt eine krasse Fangserie von 2. Jetzt spawnen endlich mal wieder relevant welche. So. Sorry. Oh, Digga, bleib doch drin! Ich reg mich nicht auf! Danke.
Das ist sehr freundlich. So, noch ein bisschen mehr. Ich will jetzt diese Folge auch nichts anderes mehr machen. Ich renne jetzt nur noch hier rum und fange Pokémon für 5 Minuten so. Ja, würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn es drin bleibt. Ja. Oh, das war Aimbot. Schön, es bleibt sogar. Und gibt dick Erfahrung. So. Komm, gönn noch ein paar mehr von den Viechern. Oder wollen die nur am Ende des Tunnels spawnen? Warum kann ich hier echt 20 Kilometer laufen, ohne einem Pokémon zu begegnen? Das ist nicht der Sinn dieses Tunnels. Komm. Zumindest hier noch ein, zwei von den Dingern, die ich dann noch wegschicken kann. Ja, wieder gute Erfahrung. Wir haben auch mal ein großes Stick da. Oh. So, Aimbot. Komm! Bleib doch einfach drin! Digga, was ist mit denen? Haltet ihr euch irgendwie für so wichtig, dass ihr ein Recht habt, aus jedem scheiß Ball auszubrechen? Anscheinend! Ah, genau das habe ich gemacht. Ja, was? Er ergibt keinen Sinn! Es ist ein stinknormales Dick da! What the fuck? Es ist ein stinknormales Dick da! Wie zum Fick kommt das aus jedem Ball raus? Ach so, aber der keine Bewertung hat, wieder... Jetzt gibt's auch nur 20 LP gefühlt, ne? Wow, sogar 70. Gott! Yay, wir haben mal eine etwas größere Fangserie. So, wir gehen jetzt noch einmal... Zack. Und... So. Ich würde dann sagen, gerade wenn das jetzt noch... wieder nerven will, ist das das letzte Viech für die Folge. Natürlich will es nerven. Natürlich will es nerven. Was denk ich denn auch? Ich glaube, das Spiel will mir indirekt sagen, dass ich einfach aufhören soll, Pokébälle zu verwenden. So. Dann verschicken wir nochmal. Erstmal die ganzen Viecher aus dem Team raus. Noch das da. Und jetzt verschicken wir... Wir haben 1 auf 18, das behalten wir mal.
So. Das gibt einige Bonbons, vor allem Flottbonbons. Das heißt, wir können jetzt unsere Init heftig pumpen. Initiative plus 1 ab Level 30. Was? Warum? Robust habe ich nicht genug. Oh, ich habe Init 69, aber da muss mehr. Jetzt brauche ich schon 4. Ja, ich pump einfach zwar. Hatte ich überhaupt schon mental? Nein. So, damit kann ich noch mal eins pumpen. Und damit sind wir auch fertig für die heutige Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.